Herzlich willkommen zu Black Mirror 2. Wie schon angekündigt, es kommt und es kommt schnell, weil ich das Spiel liebe. Und ja, ich würde sagen, ich springe ins Spiel. Gut, bitte wähle einen Spielmodus. Der einfache Spielmodus bietet zusätzlich Spielhilfen, die Möglichkeit, Spezialpuzzles zu überspringen und weitere Tipps im Tagebuch zu erhalten. Der normale Spielmodus enthält keine zusätzlichen Spielhilfen, du kannst diese aber auch während des Spiels über die Option zusätzliche Spielhilfen aktivieren. Ich werde normal spielen. Samuel? Bist du hier irgendwo? Dass du nicht mehr einfach verschwindest. Au, was ist mit dir? Ich kenne dich nicht mehr. Ich kenne meinen eigenen Mann nicht. Du verschwindest jede Nacht. Du sprichst nur noch, wenn es unbedingt sein muss. Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Ich will meinen Mann zurück. Black Mirror 2. Ich muss sagen, die Vorgeschichte von Catherine wusste ich auch nicht mehr. Kapitel 1. Na los, mach schon! Dreh die verdammte Sicherung wieder rein! Ich will den Laden öffnen! Okay, hier sehen wir unseren Protagonisten. Die gammelige Holzpalette versperrt mir den Blick auf die unteren Regalbretter. Ich kann nicht erkennen, was dahinter steht. Die gammelige Holzpalette versperrt... Okay. Eine alte Kleiderpuppe. Dem Geruch nach zu urteilen, ist sie irgendwann einmal feucht geworden und schimmelt nun vor sich hin. Habe ich hier wieder Ding? Ja, habe ich. Ein Wasserhahn.
Falls Fuller einen Garten hätte und ihn bewässern wollen würde, könnte er das von hier aus tun. Aber in Fullers Garten würde so oder so nichts wachsen. Ein uralter, verrosteter Eimer. Auf dem Boden steht noch ein Fingerbreit Wasser. Ein alter Gartenschlauch mit garantiert mehr als den 2 vorgesehenen Löchern. Eine Bierkiste mit 24 Flaschen. Alle leer. Und die Flaschen sind nicht verstaubt. Bier hält hier nicht lange. Okay. Die Sicherung, Mann! Mach die Augen auf! Oh mein Gott. Wer lässt sich denn vor so einem Hintergrund fotografieren? Ja, aber anscheinend war das mal gefragt. Ja, klar. Oh mein. Okay. Lieber nicht. Wenn ich schlechte Bilder sehen will, kann ich das auch oben im Laden tun. Mal sehen. Einige Plastikbehälter, Flaschen und Schachteln. Glühbirnen, Kabel, Schmierfett. Ah, und ein kleiner Karton mit Sicherungen. Okay, funktioniert. Hoffentlich funktionieren die Ersatzsicherungen. In diesem Laden hier weiß man ja nie. Funktioniert das jetzt auch mit rechten Mausklick? Im Karton ist nur eine Sicherung. Aber die sieht wenigstens unbenutzt aus. Okay. Ich denke, sie müsste noch funktionieren. Okay, es funktioniert auch wieder mit rechten Mausklick. Sicherungskasten. Ein alter, staubbedeckter Sicherungskasten. Oben kommen eine Menge Kabel heraus, die an den Deckenbalken entlang verlegt sind. Sieht nicht sonderlich vertrauenserweckend aus. Ja, das tut es nicht zur Sache. Ein alter, staubbedeckter... Hört das heute mal doch was! Die Fresse! Ich so lange da, um eine neue Sicherung einzusetzen. Dann mach's selber. Naja, ich muss den irgendwie aufbekommen. Sie spendet wenigstens etwas Licht, bis ich den Strom wieder eingeschaltet habe. Ein alter Staub. Ja, und wie kriege ich den jetzt auf? Das macht er nämlich alles nicht. Die gammlige Holzpalette verschwindet. Gut, er lässt es aber hier auch nicht zu. Irgendwas haben wir übersehen, glaube ich. Auf den Bodenbrettern liegt nur wenig Staub. Sie glänzen geradezu. Steht Fuller hier jeden Abend und trinkt ein Bier und schaut sich die hässlichen Bilder an? Wahrscheinlich. Sie leuchtet nicht. Und daran wird sich auch nichts ändern, bis ich den Strom wieder angeschaltet habe. Ah, Hinz. Farbeimer. Ein verbeulter Farbeimer mit fast einem halben Zentimeter Staub auf dem Deckel. Ich habe aber jetzt alles. Na, hier habe ich noch nichts. Ein Lichtschacht mit Gitter. Führt hoch zum Hinterhof. Aber ansonsten habe ich alles angeklickt. Ja. Ach so. Oder mit rechten Mausklick. Eine Ewigkeit später. Es ist peinlich, in der ersten Folge gleich irgendwie nichts gebacken zu bekommen. Das Ding ist... Ein alter... Er redet nur drüber. Na toll. Ah, ich muss einfach zweimal alles, mit Linksklick Fuller gehört, drauf. Ziemlicher Schrott. Gut. Einfach zweimal Linksklick, nicht Rechtsklick. Ich bin ein Idiot. Eine Sicherung auszutauschen schaffe ich gerade noch ohne Anleitung. Okay, hier. Hier muss die defekte Sicherung drunter sein. Fuller hat wohl schon daran herumgedreht, aber mal wieder nichts gebacken gekriegt. Weißt du nicht, wo der Schraubenschlüssel hat, aber gut. Die anderen 3 Sicherungen sehen ganz in Ordnung aus, aber die hier ist hinüber. Die schmeiß ich gleich weg, sonst komme ich noch durcheinander. Okay. Das wäre das.
Jetzt fehlt nur noch der Strom. Dann schauen wir mal. Es ward Licht. Okay. Die brauchen wir nun nicht mehr. Gut. Dann gehen wir mal nach oben. Dann hoch. Oben wartet ein wundervoller Arbeitstag voller Anerkennung und innerer Befriedigung auf mich. Sarkasmus pur. Na endlich! Ganz wichtig aufs College gehen, aber zu dämlich, eine Sicherung einzudrehen. Stell das Schild da vorne vom Laden auf. Bewegung! Okay, jetzt müssen wir mal gucken, weil hier oben haben wir das Tagebuch. Das ist jetzt neu hier. Semesterferien in Biddeford, Inhaltsverzeichnis. Gibt's jetzt hier nicht. Neuester Eintrag. Gut, da kann man dann das alles lesen. Semesterferien, Fullers Photoshop. Warum bin ich eigentlich noch nicht ausgerastet? Ein ödes Kunststädtchen in Maine. Ein Job in einem herunterkommenden Fotostudio mit einer Comicfigur als Chef und Mams wohlmeinende Ratschläge jeden Morgen und jeden Abend. Und das noch 3 Wochen lang. Gott, ich wünschte, die Semesterferien wären endlich zu Ende. Das nächste, hier haben wir unsere Aufgaben. Da das erste schon durchgestrichen. Das zweite, Werbeschild auf die Straße stellen. Fuller will, dass ich dieses hässliche Werbeschild im Verkaufsraum Verkaufsraum raus auf die Tür, vor die Tür stelle. Als ob das auch nur einen Kunden in den Laden locken würde. Was ist das? Neueste Aufgabe. Okay, da wird es mich dann auf die letzte Seite teleportieren. Die Bilderrahmen werden nicht gerade professionell präsentiert. Allerdings hätten sie es auch nicht verdient. Ja, gut. Ist okay. Gehen wir mal. Hier ist das Werbeschild. Der Laden läuft nicht gut. Und ich denke, daran wird auch ein billiges Schild nichts ändern. Aber was soll's. Naja, wenn man so freundlich ist, auch seinen Kunden gegenüber definitiv nicht. Dir hat wohl jemand den Kopf verdreht. Hm? Du hast es verkehrt herum hingestellt. Ja. Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Schöne Schwarz-Weiß-Bilder. Bin ich da bei dir richtig? Oh ja, genau richtig. Schwarz-Weiß-Fotografie ist meine absolute Spezialität. Wunderbar. Dann können wir ja loslegen. Ich heiße übrigens Angelina. Ich bin Darren. Lass uns reingehen. Aha. Willkommen in Fullers Fotoladen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte Porträtaufnahmen machen lassen. Sehr gut. Wir können sofort anfangen, werte Dame. Aber eigentlich sollte Darren... Aber, der ist doch nur der Laufbursche. Ein schönes Kind wie Sie verdient einen richtigen Fotografen. Hier, hol die Post ab und bring den Brief zu Mrs. Biber, deiner am Hauptplatz. Ich hab zu tun. Okay. Fuck! Wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann ich da... Ah! Irgendwo hingehen? Das ist nur das Fotostudio. Okay. Wie komme ich jetzt? Ach so. Richtung Hafenpromenade, Richtung Hauptplatz. Okay. Hier sind ein paar Leute, da kann ich aber nichts machen, oder? Statue. Daya Biddeford oder so jemand. Vermutlich. Er geht wenigstens nicht direkt einfach mitten dahin. Polizei? Brauche ich nicht. Cabriolet. Aufdringliches Teil. Vermutlich besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Ich habe auch ein Cabrio. Bieber Steiner. Brief für Bieber. Kaugummiautomaten. Ich fand die toll. Einen alten Kaugummiautomaten habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Gehört wohl zum Diner. Die fahren da drin auch die Nostalgie-Schiene. Nein, wirklich nicht.
Ja, einfach die Straße runter. Danke, Sir. Weiter geht's. Was bist denn du? Ein Mann in einem weißen Kittel. Mitte 40, würde ich schätzen. Könnte Arzt sein. Ein Mann in einem weißen... Da, Mrs. Bieber. Das ist Mrs. Bieber, glaube ich. Soviel ich weiß, führt sie diesen Laden zusammen mit ihrem Mann. Entschuldigung. Was darf ich dir bringen, Junge? Eigentlich soll ich Ihnen etwas bringen. Ist von Fuller. Vom Fotostudio. Psst. Los. Komm rüber. What? Ich kann mir denken, worum es geht. Der alte Dreckskerl. Ich hätte es wissen müssen. Ungeziefer wird man so schnell nicht wieder los. Sag ihm, ich... Sagen Sie es ihm am besten selbst, was immer Sie... Claire, was gibt's da zu reden? Warum lässt du unsere Gäste warten? Verschwinde und sag deinem Boss, er soll zur Hölle fahren. Was zum Teufel war das denn? Sie scheint kein Fan von Fuller zu sein, so viel ist klar. Und der Typ in der Küche sollte nicht sehen, dass sie Post bekommen hat. Ja, verstehe ich irgendwo, weil Fuller komisch ist. Mr. Bieber. Arzt. Jukebox. Was wäre eine 50er-Jahre-Kneipe ohne Jukebox? Ich kann nur mit dieser heile Welt und was sind wir nicht alle gut drauf Musik nicht viel anfangen. Ja! Wäre da was von Pearl Jam drin, würde ich mir den Spaß erlauben. Was sind Pearl Jam? Aber Buddy Holly shoppt nicht. Essig. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Sirup, Zucker. Und eine Flasche Essig. Was? Es ist nicht mehr viel drin. Vermutlich wird sie niemand vermissen. Aha. Ich nehme mir etwas Brot mit. Mrs. Bieber wird wohl nichts dagegen haben. Was? Wenn ich mir jetzt die Taschen mit Brot vollstopfe, fühle ich mich auch nicht besser. Wenn ich mir jetzt die Taschen mit Brot... Okay, Kasse. Ich weiß nicht, ob der Laden läuft. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sind zwar ein paar Leute da, aber ob das reicht? Reich wird man damit sicherlich nicht. In der Küche arbeiten zwei oder drei Leute, wie es scheint. Einer davon ist Mr. Bieber. Mrs. Bieber ist hier draußen ganz allein. Ich glaube, sie muss ziemlich schuften. Jo, interessiert mich trotzdem nicht. Ich gehe jetzt. Hallo, Junge. Du bist Darren Michaels, oder? Ja? Und Sie sind? Oh, entschuldige. Mein Name ist Newhouse. Ich bin Arzt im Gesundheitscenter. Im Gesundheitscenter? Sie meinen im Krankenhaus da draußen? Nun ja, wir nennen es das Biddeford Gesundheitscenter. Wir sind nicht nur ein Krankenhaus. Bei uns gibt's auch Yogakurse, Kochkurse und... Und was wollen Sie von mir? Ja, ich kenne deine Mutter, Darren. Um genau zu sein, waren wir heute Morgen hier verabredet. Sie und ich. Wir wollten im Gesundheitscenter einige Bilder aufhängen, die deine Mutter gemalt hat. Ja, und? Sie ist nicht da. Und normalerweise ist sie ja immer... Sie ist ja immer so pünktlich, nicht wahr? Sowas kommt bei ihr nie vor. Ich habe gerade wenig Zeit. Ich werde sie anrufen, okay? Sobald ich wieder im Laden bin, Doc. Vielleicht hat sie das Treffen nur vergessen. Wie du meinst, aber eigentlich... Ich muss los. Ich rufe Mom nachher an und sage ihr, dass sie im Gesundheitscenter auf sie warten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Also recht freundlich ist er nicht. So, er hat wieder irgendwas geschrieben. Was ein Morgen. Ich habe gerade die unglaublichste Frau getroffen. Angelina. Es war so kitschig, wie in einem schlechten Film. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war nervös. Verdammt, ich glaube, ich bin sogar rot geworden. Unglaublich, so etwas ist mir noch nie passiert. Genial. Meine Mom.
typisch Mom. Sie wohnt noch kein Jahr in Biddeford und hat schon die halbe Gemeindearbeit an sich gerissen. Dr. Newhouse, den ich im Diner getroffen habe, wollte sich mit meiner Mom treffen und einige Bilder von ihr zu kaufen. Sie ist nicht aufgetaucht. Wird sie etwa langsam vergesslich? Aufgaben. Ich soll mal kurz meine Mom anrufen und die sie an ihre Verabredung mit dem Gesundheitscenter-Typen erinnern. Sieht ihr eigentlich gar nicht ähnlich, dass sie einen Termin verpasst. Okay, Paket von der Post abholen. Ich soll für Fuller ein Paket aus dem Paketzentrum am Hafen holen. Okay, das heißt, wie komme ich hier wieder weg? So. Dann gehen wir mal da in die Richtung weiter. Post Office. Junge Frau, mit der kann man auch reden. Hallo! Eine junge Frau. Sieht traurig aus. Alles okay? Nein, eigentlich nicht. Carrie ist hier gestorben. Vor 2 Jahren. Wenn Carrie... Sie war meine beste Freundin. Oh, das tut mir leid. Wie ist es denn passiert? Du bist wohl nicht von hier. Nein, aus Boston. Ich verbringe die Semesterferien bei meiner Mutter. Nun ja, Carrie hat sich umgebracht. Keiner weiß warum. Sie war bei allen beliebt, intelligent und immer fröhlich. Ich glaube, beim alten Fuller im Schaufenster steht noch ein Foto von ihr. Die junge Frau mit den dunklen Haaren und den grünen Augen. Ja, das Bild kenne ich. Wirklich eine hübsche Frau. Sie hatte noch so viele Pläne. Nach dem Studium wollte sie mit ihrem Mann Jason hier in Biddeford einen Kindergarten eröffnen. Ich verstehe es einfach nicht. Von einem Tag auf den anderen hat sie sich komplett verändert, zog sich völlig in sich zurück. Oft war sie deprimiert und melancholisch. Niemand kam mehr an sie heran. Ich dann mal Jason. Dabei liebten sie sich über alles. Irgendwann hat sie sich dann einfach ins Meer gestürzt. Und niemand weiß warum? Niemand. Jason ist wohl auch nie darüber hinweggekommen. Er konnte ihr nicht helfen. Hat dann ein paar Monate später dieses hirnlose Klatschweib mit dem Cabrio geheiratet. Sicher auch nur, weil er sich so einsam fühlte. Mit Liebe hat das jedenfalls nichts zu tun. Er muss sich wirklich sehr einsam gefühlt haben. Ich wäre jetzt gern wieder allein. Klar, Entschuldigung. Da hinten hört der Hafen auf und die natürliche Küste beginnt. Dort gibt es über viele Meilen vereinzelte Häuser, häufig Pensionen und Hotels mit Meerblick. Okay. Eine glatte Metallstange. Sie ist aus dem Geländer rausgebrochen. Nimm mal mit. Keine Ahnung, wo du dich hinsteckst, aber nimm mal mit. Sie ist ziemlich schwer. Biddeford ist nicht wirklich eine Hafenstadt. Dennoch gibt es hier massig Boote. Vor allem Segelschiffe. Die Leute fahren hinaus zum Angeln oder was weiß ich. Ich behalte lieber festen Boden unter den Füßen. Okay, es ist auch hier so, dass wenn man es nicht mal anklicken kann, es nicht mehr rot ist und... Ja. Eigentlich kann man in dem Laden nur Touristen-Nap kaufen. Aber die Post liefert auch die Pakete für die Nachbarschaft hier ab. Die Scheiben sehen aus, als würden sie jeden Tag 2-mal geputzt. Sonst fällt mir nichts weiter auf. Ziemlich unsinnig, hier in Maine ein Cabrio zu fahren. Aber darauf kommt es vermutlich sowieso nicht an. Es war teuer und das zählt. Ziemlich unsinnig, hier in Maine... Ziemlich unsinnig hier. Okay. Rechten Mausklick geht dann da rein. Rettungsring? Ein Rettungsring. Früher wurden hier in dieser Gegend häufig Schiffe von Piraten auf die Felsen gelockt. Sie zündeten falsche Leuchtfeuer an und nachdem die Schiffe an den Felsen zerschellt waren, ruderten sie hinaus und retteten die Ladung. Ja, die Ladung. Gehen wir mal rein. Und dann sage ich so zu ihm... Jason, ich brauche dringend ein neues Auto. Ach, und dann? Tja, und was soll ich dir sagen? Draußen steht's. Ist nicht dein Ernst. Ein Ständer mit zig Reiseführern. Neuengland,
Quebec, England und Wales, die Niederlande, Nationalparks der USA, die Toskana, Hongkong und so weiter und so fort. Und das bei diesem Wetter. Unglaublich. Und was hat er gemacht? Entschuldigung? Hast du was mit den Ohren? Nein, ich wollte nur ein Paket. Dann sind es also die Augen. Hä? Ich rede hier. Siehst du das nicht? Ich sehe sie klar und deutlich. Leider. Aber ich muss für Fuller vom Fotostudio... Bei mir im Laden wird nicht vorgedrängelt. Stell dich an und warte, bis ich fertig bin. Also die jungen Leute heutzutage. Ständig, ob sich Mrs. Oberflächlich mit Engels auskennt oder ob sie auf Nirvana steht. Was ist es? Ernsthaft, was sollte ich mit ihr besprechen? Auto? Ein Cabriolet, bildschön, in schönem Rot und alles nur vom Feinsten. Du hast es. Der ist doch so schon hässlich genug. Das ist das Auto dieser Klatschtante aus dem Laden. Das könnte mir helfen. Was machst du jetzt? Nanu, bin ich etwa schon dran? Geht ja rasant voran hier. Was willst du? Ich soll für Fuller vom Fotostudio etwas abholen. Abholschein. Das hier ist das Richtige. Hast du noch einen anderen Zettel? Ist noch ein Paket für einen alten Fuller hier. Leider nicht. Kann ich es so mitnehmen? Bei freundlicher Kundschaft drücke ich da schon mal ein Auge zu. Mir geben Sie es also nicht? Gott, nein. Das sind Fahnen und Flaggen. Einige mit Stil, andere ohne. Die größeren sind, glaube ich, für Segelboote. Die Flagge von Maine sieht für mich immer aus wie das Logo einer Bierbrauerei. Aber immerhin haben sie einen Elch und einen Baum im Wappen. Das macht sympathisch. Was haben wir noch hier? New Hampshire, Kanada, irgendwas, was ich nicht kenne. New Brunswick oder Quebec vielleicht. Okay. Und natürlich die obligatorischen Stars and Stripes in allen nur erdenklichen Größen und Ausführungen. Nein, danke. Ich habe kein Boot. Und wenn ich eins hätte, würde ich eine Piratenflagge hissen. Oder Popeye. Zumindest nicht so etwas Langweiliges. Ah, herrlich. Kaffeebecher, kleine Leuchttürme, Plaketten, Miniaturrettungsringe mit der Aufschrift Biddeford, Plastikhummer, Porzellanhummer, Holzhummer, Metallhummer. Was will das Touri-Herz mehr? Hummer. Hummer und um Hummer und um Hummer. Mir soll die Hand abfaulen, bevor ich davon etwas mitnehme. Der ist so geil freundlich. Echt, also gegenüber Samuel. Handzettel von Veranstaltungen in der Gemeinde. Großer Frühjahrsbazar. Hits a Go-Go. Tanzen, bis der Arzt kommt im Gesundheitszentrum. Oh Mann. Das andere sind Kleinanzeigen. Hier verkaufen die Einwohner ihren Krempel, den sie nicht mehr brauchen. Rasenmäher, Kinder, Betten, Plattenspieler. Ich verzichte. Alle möglichen Formulare. Müllentsorgung und Sperrmüll, Telefonummeldung. Hier ist ein Formular vom Komitee Unsere Stadt soll schöner werden. Da ist meine Mama im Vorstand. Man soll wohl Anregungen einschicken, was man in der Stadt verbessern könnte. Ach du Scheiße. Die Formulare für Anwohner interessieren mich nicht. Ein paar Anregungen, wie diese Stadt interessanter werden könnte, habe ich schon, aber sie haben wohl keine Erfolgsaussichten. Ein Sessel. Sieht nicht unbequem aus. Aber wer will sich schon bei der reizenden Rosie in den Laden setzen? Ich setze mich da bestimmt nicht rein. Okay. Das Steuerrad eines alten Schiffes. Es soll wohl maritimen Charme versprühen. Definitiv. Ich glaube, dem örtlichen Touristikverein fehlt ein wenig der Aufhänger für den Ort. Ich meine, was ist hier schon Besonderes? Entlang der Küste gibt es Dutzende Orte wie diesen.
Er ist so freundlich. Die Uhr muss kaputt sein. In Wirklichkeit ist es schon 5:05. Ist es da nicht 12:45? Also 12:45? Egal. Da habe ich nur einmal drauf geklickt. Hier ist nichts mehr. Das sind zu viele Reiseführer, um sie einfach mal alle durchzublättern. Solange ich nicht nach etwas Bestimmtem suche, lasse ich die liegen. Das sind zu viele Reiseführer. Okay, das wird nochmal interessant. Mit Rosie kann man nicht nochmal reden, oder? Dass ich doch eventuell das Ping-Pong bekomme. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Kennen Sie die Bybars? Vom Diner? Klar. Was können Sie mir über die sagen? Man soll ja nicht tratschen. Aber mit der Ehe steht's wohl nicht zum Besten. Tatsächlich? Ja, sie ist ja eigentlich eine ganz nette. Etwas abgespannt und hektisch. Bringt wohl der Job mit sich. Aber er ist ein Arschloch, wie man hört. Säuft seit 2-3 Jahren. Und die Hand sitzt wohl auch locker. Warum verlässt sie ihn nicht? Keine Ahnung. Ist wohl abhängig von ihm. Der Laden gehört beiden. Und wo soll sie ihn hin? Die nimmt doch keiner mehr. Sehr freundlich. Hier läuft eine auffallend hübsche junge Dame durch die Gegend. Kennen Sie die? Hast einen Blick auf sie geworfen, was? Kennen Sie sie? Kennen ist zu viel gesagt. Kam hier rein und hat nach einem Fotostudio gefragt. Ich habe sie zu Fuller geschickt. Sie war etwas unfreundlich. Hat mich und meine Freundin im Gespräch unterbrochen. Das ist ja unfassbar. Was hat eine wie Sie hierher nach Biddeford verschlagen? Eine wie mich? Du meinst eine Dicke in einem Staat voller Fitnesswütiger? Wir haben also einen kleinen Asozialen hier. Nein. Ich meinte, warum jemand so Unfreundliches ausgerechnet im Touristenshop der Stadt arbeitet. Du bist auch nicht gerade eine Ausgeburt von Höflichkeit, mein Kleiner. Ich arbeite auch nicht im Touristenshop. Ich bin in New Jersey aufgewachsen. Mein Vater meinte, die Nachbarschaft wäre nichts für mich und meine Geschwister. Also hat er einen Job in der Papierfabrik angenommen und uns alle hierher verschleppt. Zufrieden? Und einen Job als Trucker oder Bauarbeiter konnten Sie nicht bekommen? Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Ich kämpfe in einer anderen Gewichtsklasse als du. Ganz unbestritten. Hey, Rosie, kannten Sie Carrie? Die erste Frau von Jason? Natürlich kannte ich sie. Ich kenne jeden in Biddeford. Schließlich ist das hier die einzige Poststelle. Und? Wie war sie so? Geht dich das was an? Ich wollte nur etwas plaudern. Naja, viel haben wir nicht gesprochen. Sie war ja immer so still. Kein Vergleich zu Juliet. Mit der kann man sich wenigstens ausgiebig unterhalten. Jason hat so ein Glück, dass er sie jetzt hat. Das war doch kein Leben für so einen wie Jason mit so einem Klotz am Bein. Jetzt kann er sich endlich ausleben. Na, so ein Glück. Mal ganz unter uns. Man soll ja nicht schlecht über die Toten reden, aber Carrie war schon immer irgendwie komisch. Ah ja. Danke. Ja, ja. Okay, ich gehe jetzt dann. Ich hab Fullers Paket. Ich muss diese Tussi nicht nochmal ablenken. Nicht? Das ist ja widerlich. Unfassbar ist das. Was ist denn los? Dein feiner Chef? Versucht er immer, seine Kunden zu begrapschen? Nein, nur die Frauen. Das ist nicht witzig. Nein, natürlich nicht. Was soll ich sagen? Fuller ist ein Arsch. Mich bekommt er garantiert nicht wieder zu sehen. Darren, würdest du mir die Fotos ins Hotel bringen? Na klar. Gern. Danke, Darren. Das ist echt nett von dir. Ich wohne im Wild Coast, Zimmer 5. Kein Problem. Heute Nachmittag hast du sie. Danke. Mein Held. Also, bis später. Das ist der Typ aus dem Diner. Folgt der Angelina etwa? Hey, gleich hast du ihr den Arsch weggeklotzt. Egal, was die Schlampe dir erzählt hat, es ist alles erstunken und erlogen. Sicher. Abmarsch! Hast du das Paket? Yep.
Mach schon, gib her! Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Ach, halt die Klappe! Ich meine nur, die junge Dame... Das Flittchen ist weg, okay? Kein Abschiedsbussi für den kleinen Darren. Und jetzt an die Arbeit! Die Regale hier könnten mal abgestaubt werden und die Regenrinne ist undicht. Und du musst noch die Runde mit den Hunden von Mutter drehen. Geh noch mal zurück zur Poststelle und frag, ob schon neues Fotopapier angekommen ist. Der Postbote hat noch keinen Abholschein gebracht. Und der Laden könnte auch noch ausgefegt werden. Da hat jemand keine gute Laune. Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina. Aber gut. Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge von Angelinas Bildern machen, ohne dass Fuller mich dabei erwischt. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen, auch wenn sie sehr chaotisch war. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!